So, Hallöchen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, heute der Vergleich der beiden Autos. Traxxas E-Max Brushless HPI Savage Flux HP. Ja, schauen wir uns die Sachen mal an. Mal gucken, was irgendwie der eine besser oder das andere Auto schlechter macht. Wir fangen einfach mal, würde ich sagen, nicht bei den Chassis an, sondern einfach mal bei den Reifen. Reifen kann ich euch leider nur HPI zeigen, da die Reifen vom E-Max sind schon weg. Die habe ich mal verkauft gehabt, weil die waren neu und die lagen halt nur rum. Was sollte ich damit? Ich kann euch nur so viel sagen, vom Profil her sind beide gleich, gut oder schlecht, je nachdem, welchen Anspruch man hat. Breit, die E-Max sind ein bisschen breiter gewesen vielleicht, aber ist nicht irgendwie viel. Zu den Felgen muss ich sagen, die waren beim E-Max deutlich besser. Das sind echt richtig miserable Felgen. Grauenhaft. Ich würde so weit gehen, dass es really Qualität ist, ohne jetzt die HPI-Leute irgendwie auf den Schlips zu treten. Aber die Felgen sind echt grottig. Ich finde es eine Frechheit für ein Auto, was in der Preisklasse liegt, solche Felgen zu verwenden. Ihr seht hier, die sind schon komplett rund. Echt hart. Ja, was soll ich dazu sagen? Die erinnern mich an diese Really Monster Truck Reifen, diese 1 zu 10er. Die Felge sieht genau so aus von innen. Kennen wahrscheinlich die ein oder andere mit diesem Traktorprofil, mit diesen komischen Nipsis da überall drauf. Also Felgen richtig schlecht, aber gut. RTR wissen wir ja, sind meistens eh nicht die besten. Von daher kann man da noch drüber hinwegsehen. Die IMEX-Reifen sind auch scheiße, von daher. Sehen wir da mal drüber hinweg. So, machen wir einfach mal weiter bei Karos. Moment, da habe ich sogar noch die Originale. Und die sehen sich erschreckend ähnlich. Die sehen sich wirklich erschreckend ähnlich. Jetzt mal abgesehen vom Design, aber so, hier ist noch ein bisschen eine Hutze drauf. Die Frontscheibe ist ein bisschen tiefer gesetzt. Aber ansonsten halt stinknormale Pickup-Trucks, wie das in Amerika so beliebt ist. Deswegen sind das ja auch solche Karos. Sind beide von der Qualität her relativ ähnlich. Beide relativ dick und widerstandsfähig. Ja. Die beim Savage, muss ich sagen, wird wahrscheinlich ein bisschen mehr aushalten, weil wir immer noch den Bügel haben, der dann so ein bisschen den Dachsturz ein bisschen auffängt, dass die nicht gleich so bricht. So, fangen wir mal einfach vorne an. Ich hoffe, ihr könnt alles so einigermaßen gut sehen. Das sind halt Riesenautos, deswegen musste ich die Kamera heute mal so positionieren. Ist für mich auch relativ angenehm, weil ich kann mal stehen, muss nicht gebückt oder muss mich hinsetzen. Von daher alles tutti. Fangen wir einfach mal vorne an. Frontrammer. E-Max. Kein Originaler mehr. Original ist dieser hier verbaut. Erfüllt seinen Zweck. Gibt schön nach. Sieht man ja hier auch noch bei dem von Proline. HPI. Frontbumper gibt auch schön nach. Schöne Sache. So muss das sein. Müssen sie ja natürlich ein bisschen die Stöße, die man an den Frontrammer kriegt, ein bisschen absorbieren, dass es nicht durchgeht und noch mehr Schaden anrichtet. So, was haben wir vorne noch? Machen wir erstmal die Dämpfer. HPI hat hier riesengroße Dämpfer verbaut. Ein pro Seite, wie das so üblich ist. Leider komplett aus Kunststoff und ohne Vorspannen, sondern mit Clips. Die gleiche Chose haben wir beim E-Max, nur eine Nummer kleiner. Das sind stinknormale 1 zu 10er Dämpfer, nur halt doppelt genommen. Auch komplett aus Kunststoff. Ja, nichts Besonderes. Wenn man sie richtig einstellt, habe ich es bei beiden schon gemacht, sind die auch vollkommen okay. Man könnte eventuell noch Alukappen nachrüsten bei beiden, dass das nicht vorne aufplatzt bei großen Sprüngen. Ansonsten. Ja, ein bisschen Öl reduzieren und dann ist da auch noch ein bisschen Platz, dass die Kappe nicht gleich vorne wegfliegt. Wie gesagt, beide sind jetzt von mir eingestellt worden. Funktionieren soweit ganz gut. Wird sich dann natürlich rausstellen,
draußen, wenn das Wetter jetzt ein bisschen besser wird. Es regnet leider immer noch fast täglich. Ja, ich hoffe, das Wetter wird bald besser, dass wir die Sachen mal testen können. Da wird zwar nicht mein Imax antreten, aber der vom Andreas, der ist nämlich noch komplett Stock. Aber ich wollte das Video jetzt durchdrehen. Deswegen, so viel ist ja an ihm auch nicht gemacht, was man so auf Anhieb gleich sieht. Okay. Machen wir weiter. Dämpferbrücken, ganz normal. Kunststoff bei beiden relativ dick. Gute Sache, kann man nicht meckern. Karo-Halter sind jetzt hier von Proline verbaut. Die Originalen sind aber ähnlich, außer dass sie halt keinen Schraubgewinde haben, sondern mit Karo-Clips. Hier drüben sieht man Karo-Clipse. Ganz normale Standardsachen. Kommen wir mal zu den Querlenkern. Traxxas hat ja hier ein Pivot-Ball-System. Somit kann man den Sturz ein bisschen einstellen. Riesen-Querlenker durch die doppelten Stoßdämpfer, dass die sich beide dadurch verteilen. Ja, was hat man beim E-Max, beim Savage? Jetzt komme ich selber schon durcheinander. Savage hat man unteren Querlenker, oben hat man einen ganz dünnen, schmalen, der sich dann hinten teilt und dann Y-förmig in den Bikehead geht. Nachteil hier, man hat keine Möglichkeit, den Sturz einzustellen. Die Spur kann man ein bisschen einstellen, genauso wie beim E-Max. Aber schade, für ein Auto in der Preisklasse finde ich das echt, bisschen schade, aber okay, was soll man groß dazu sagen? Ist halt nun mal so, muss dann jeder für sich selber entscheiden, was ihm wichtiger ist, oder ob ihm das wichtig ist. Kommen wir mal hier vorne hinterm Bikehead selber. Sind beide gut gemacht. Bei mir sind jetzt hier Alu drin. Aber ja, Diffs zu den Diffs sind bei beiden Fahrzeugen jetzt Heavy Duty Diffs dabei. Normalerweise beim E-Max nicht. Aber die halten eigentlich auch relativ viel aus. Wie weit sich das beim Savage verhält, wie viel die aushalten. Ich habe sogar schon im letzten Video in den Kommentaren schon Wetten laufen sehen, wann er zerbröselt. Aber ja, gut, muss man dann sehen. Servotechnisch hat man beim E-Max zwei Servos in der Mitte Empfängerbox. Hier ist hier oben die Empfängerbox und ein Servo in der Mitte. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Viele bauen den E-Max ja dann auch auf ein Servo um, weil es ihnen zu umständlich ist, immer zwei Servos zu benutzen. Aber gut, man muss jetzt jeder selber wissen, ist es kein Plus oder kein Minus für irgendjemanden. Bei Traxxas ist das Ganze jetzt natürlich noch wasserdicht, was bei ihm es hier nicht ist. Ist aber eine ältere Version. Bei den neueren ist das Ganze dann auch wasserdicht. Tja, kommen wir mal weiter. Chassis seht ihr selbst. Traxxas hat übliches Chassis-Layout. Ein Akku rechts, ein Akku links. Bei einem Savage habt ihr diese Vertical Plates. Da hat man die Akkufächer rechts und links dann so hier gelöst. Ist eine schöne Sache, muss ich sagen. Sind relativ im Schwerpunkt relativ niedrig. Aber engt einen natürlich bei der Akku-Auswahl sehr ein, bei der Kapazität zumindest. Ich fahre jetzt hier zum Beispiel im IMEX 7600er, die passen hier zum Beispiel nicht rein. Ja, schade, aber was soll man machen? Die hatten halt keinen Platz mehr. Aber an sich ist es eine korrekte Sache, muss ich sagen. Beim IMEX, wie gesagt, hier ist man halt nur von der Länge eingeschränkt. Ist aber relativ viel Platz. Nach oben hin kann man sich dann zur Not noch was bauen oder man nimmt normale Klettbänder und dann hat man eigentlich keine Grenzen mehr nach oben. Da könnte man Zehntausender fahren, die ja dann meistens so dick sind hier und hat dann eigentlich keine Probleme. Motortechnisch ist das Prinzip dasselbe. Wir haben hier einen Castle 1515 und hier diese Blur-Variante, die ein bisschen andere Kühlrippen hat und ich glaube auch vom Durchmesser ist die hier ein bisschen dicker, aber dafür kürzer. Ja, beide gleiche KV-Zahl, beide gleiche Regler. Sieht jetzt hier nur ein bisschen anders aus, weil hier hinten ein Traxxas, eine Halterung drauf montiert ist. Ansonsten ist das nichts anderes. So, kommen wir mal zu der Rückseite. Ich drehe die zwei Autos mal ganz fix um. Einmal wenden. Oh, was sehen wir jetzt hier hinten? Jetzt sehen wir die ganze Chose von hinten. Hinten ist natürlich alles dasselbe. Wheelie Ball bei Traxxas sieht die so aus. Die habe ich jetzt hier an den Titan Skid Plates verschraubt. Beziehungsweise
der Vorgänger. Und bei HPI haben wir so eine Wheelie Bar, die mit Kugellagern versehen ist, was ich sehr löblich finde. Sind alle Schrauben dabei, sie passt wirklich gut rein. Schön gemacht von HPI. Bei HPI ist allgemein sehr viel dabei, bei Traxxas zwar auch, aber bei HPI noch ein bisschen mehr. Dafür geht der Punkt dann wahrscheinlich an den HPI. Ich drehe mir die Sachen nochmal schnell auf den Rücken. Mal gucken, was wir da noch so sehen. So, drehen wir den Kumpel mal noch um. Huch. So, jetzt sehen wir von unten die unterschiedlichen Systeme. Wie gesagt, hier durchgehende Chassisplatte. Seitliche Chassisplatten. Hier sieht man das Servo, was ich vorhin angesprochen hatte. Getriebe liegt relativ offen, ist zwar ein Stück tiefer, aber könnte wirklich gefährlich werden, wenn man mal blöd landet. Bei Traxxas ist das Ganze hier nochmal geschützt. Das ist es noch Originalteil. Hier haben wir jetzt Titan Skidplates. Hier hat man halt über den Skidplates nochmal eine Kunststoff-Skidplate, die das Ganze nochmal ein bisschen schützt. Kann man so machen. Kann ich es einfach nur so sagen. Was mir bei HPI noch sehr negativ aufgefallen ist, ist dieser Mix aus Kreuz- und Schlitzschrauben. Ihr seht hier zum Beispiel, Kreuz- und Schlitz, Kreuz- und Imbusschrauben. Hier sieht man zum Beispiel Imbus, Imbus, Kreuz, 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 Kreuz. Und verstehe ich irgendwie nicht, warum die das so gemacht haben. Bei Traxxas ist es wie immer typisch, alles Imbus, alles Sechskant. Ja. Zu den Kardanwellen haben wir hier auch Metall, die sind allerdings ein ganzes Stückchen dünner als die Antriebswellen. Warum das so ist, habe ich keine Ahnung. Normalerweise hätten sie es genauso dick machen können wie die. Bei Traxxas sind sie genauso dick, aber ebenfalls komplett aus Kunststoff leider. Aber wie gesagt, bei mir, toi toi toi, Klopf auf Holz, halten sie bis jetzt durchgehend eigentlich und ja... Hier sieht man nochmal schön die Querlenker. Bei Traxxas relativ dünn, aber dick. Bei HPI relativ breit gespreizt und nicht so dick. Zwar auch dick so ein Stück, aber nicht so dick wie beim IMAX zum Beispiel. Im vorderen Querlenker sind genau die gleichen. Das ist bei beiden Autos sehr löblich, dass die Querlenker vorne und hinten identisch sind. Das ist bei beiden Autos gleich. Genauso wie Lenkhebel etc. Das kann man nach vorne und hinten tauschen, wie man möchte. Was kann ich jetzt noch dazu sagen? Also, von meiner Meinung aus muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde mir ein Savage nicht kaufen. Warum? Mir ist diese Bauart ist okay. Aber es sind mir zu viele Teile, die ich einfach merkwürdig finde. Was ich bei HPI immer so nicht mag an der Firma HPI, dass sie einfach einen Scheiß drauf geben, was die Kunden sagen. Ich meine, welche, die einen Bayer haben, werden das wissen. Beim Bayer ist seit dem ersten Modell das Problem mit der mit dem Gehäuse an der Kupplung und sowas. Und es wird halt nichts gemacht. Hier genauso, wenn ihr das seht, das ist Technik von vor 15 Jahren oder noch länger her. Mit diesen komischen Mitnehmern oder Kreuzschrauben gemischt mit Imbusschrauben. Und ich weiß nicht, ich werde mit der Firma einfach nicht warm. Ich habe jetzt versucht, so objektiv wie möglich die beiden Autos zu vergleichen. Traxxas ist natürlich jetzt nicht das Nonplusultra, das soll in diesem Video jetzt hier auch gar nicht so rüberkommen. Aber im direkten Vergleich würde ich halt mir wieder lieber ein IMAX zulegen als ein Savage. Ja, nehmt es mir nicht übel. Einigen Leuten wird das wahrscheinlich sauer aufstoßen. Aber es ist nun mal so, alleine schon die Tatsache, dass man hier keinerlei Einstellungsmöglichkeiten an den Achsen hat, das muss man alles sich zusätzlich kaufen. Meine gut, der IMAX... Muss man ganz ehrlich sagen, muss man auch einiges dran machen. Zumindest die Alu-Bikeheads sind Pflicht. Ansonsten, ja. Der Antriebsstrang vom Savage, der ist top, muss ich sagen. Also, was ich jetzt so gesehen habe. Alles wirklich
gut dimensioniert und gutes Material, soweit wie ich das jetzt sehen konnte. Ich bin ihn natürlich leider noch keinen Meter gefahren, aber das macht auf jeden Fall schon mal einen guten Schuh. Sind halt nur so ein paar Sachen, die mich an dem Auto stören. Und wenn man den Preis dann noch sieht, dann finde ich das Ganze noch. Gut, der Trax ist auch nicht gerade der billigste, aber er ist halt schon noch ein mini bisschen billiger, wobei man auch bei dem Traxxas noch eine deutlich bessere Funke dazu bekommt als beim HPI. Von daher, ja, mein Fazit so bis jetzt. Erstmal ist der E-MAX ein bisschen vorn. Wir schauen, wie das Ganze dann beim Fahren aussieht. Slipper habe ich jetzt bei ihm noch nicht eingestellt, die werde ich bei ihm noch einstellen. Mal schauen, hier ist ja alles Stahl, das hatte ich ja im Unboxing gesagt, das ist ja alles komplett aus Stahl. Da muss man die Slipper noch ein bisschen anders einstellen als hier mit einem Kunststoffhauptzahnrad. Werde ich dann sehen, wie ich das Ganze mache. Erstmal muss das Wetter passen und dann sehen wir weiter. Was auf jeden Fall noch beim Savage gemacht wird, was ich jetzt noch kurz erwähnen kann, sind die Mitnehmer. Da bin ich schon mit dem Besitzer von dem Fahrzeug, mit dem Alex von Spielzeugkisteappen.de schon am Quatschen, was da verbaut wird. Weil so macht es halt null Sinn. Bringt halt nichts, wenn man jetzt neue Räder einbaut. Die macht man sich auch bloß wieder kaputt mit diesen beknackten Mitnehmern da. Da wird dann auf jeden Fall was anderes kommen. Und ihr werdet aber darüber informiert werden. Ich hoffe, es hat euch so gefallen und seid jetzt ein bisschen schlauer in Sachen, wen soll ich mir kaufen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.